Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde bei Xtrain24, Ihre Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Heute freue ich mich ganz besonders, Ihnen eine angekündigte Neuheit des Jahres 2021 aus dem Hause Pico vorstellen zu dürfen. Gedanklich entführe ich Sie dazu erstmal nach Österreich. Nicht nur wegen der schönen Landschaft und der wunderschönen Berge, nein, da gibt es auch tolle Loks. Und eine davon ruht hier im Karton als Modell natürlich. Es ist das Pico-Modell aus der Expert-Serie, die Elektrolok RH1044 der ÖBB. Zu haben bei uns unter der Artikelnummer 51622. Natürlich gibt es noch mehr, aber ich stelle Ihnen heute die Top-Ausstattung vor. Und jetzt werde ich Sie mit Ihnen gemeinsam mal aus dieser Verpackung befreien. Neudeutsch auch Unboxing genannt. Ups, der war gut. Na, toll. Okay, alles klar. Also, es ist ganz einfach, die Lok zu befreien. Den Karton oben abziehen. Dann haben wir die stabile Verpackung und in der Verpackung ruht die Lok in der Kunststoff-Blisterverpackung, das Übliche, was Sie bereits kennen. Aber es gibt auch einen kleinen Unterschied und den zeige ich Ihnen gleich. Holen wir die Lok erstmal raus. Das geht wie immer recht stramm. Modellbahnfreunde wissen das, die bei Pico öfters Loks kaufen. Jetzt ging es relativ einfach. An der Verpackung möchte ich auch noch mal diesen Besonderheit hinweisen. Hinten ganz praktisch der Schuber drin mit der Ersatzteilliste und der Bedienungsanleitung und alles das, was Sie natürlich noch wissen müssen und natürlich auch ein bisschen Werbung für Pico. Also alles hier drin, schön aufgeräumt, kann nie verloren gehen, ist eigentlich eine ganz praktische Erfindung gewesen. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Natürlich ist jetzt noch ein Kunststoffblister, ein Rechteck Kunststoffschutz noch drüber, den habe ich schon mal abgemacht. Aber wenn wir den abgemacht haben, sehen wir natürlich auch hier die ganzen Zurüstteile in einer kleinen Kunststofftüte angeklebt. Alles das, was Sie brauchen, um die Maschine dann natürlich richtig aufzurüsten. Einschließlich der Pufferbohlen, die Sie ebenfalls dann noch anbringen müssen. So, jetzt nehmen wir sie ganz einfach mal raus. Jetzt gucke ich mal, aha, ich drehe das mal um. So, und dann fällt uns auf, beziehungsweise den aufmerksamen Zuschauer fällt auf, dass diese tolle E-Lok, ein Prachtstück, so wie sie vor uns steht, so, beiseite, diese Lok auf einer Kunststoffplatte ruht. Jetzt werden Sie sagen, ist das neu und ständig und überhaupt und sowieso so? Nein, das ist nicht so und auch nicht üblich sonst bei den anderen Lokomotiven. Erkläre Ihnen auch gleich den Grund, warum. Es ist natürlich erstmal eine wunderschöne, also hier kann man dran rütteln, die steht richtig fest drauf, eine wunderbare Einrichtung und ein Schutz. Und der Schutz sieht so aus, ich hebe die einfach mal runter. Da sehen Sie hier zwei Stifte. Kannst mal die Kamera halten. So, die passen natürlich nur an einer bestimmten Stelle rein, das ist ganz klar. So, die halten die Lok nochmal zusätzlich fest. Und dieser ganze Unterbau, diese Kunststoffplatte, soll die Lok schützen vor Beschädigung unter der Lok. Ich halte es jetzt mal in die Kamera und Sie sehen, hervorragend detailliert. Und da hier diese angesetzten Spritzteile wirklich sehr empfindlich sind, hat man sich entschlossen bei Pico einfach diese Kunststoffplatte, diese praktische Kunststoffplatte drunter zu bauen, sodass also wirklich alles heile bei Ihnen zu Hause ankommt. Tolle Sache, finden wir auch. So, ich setze diese Lok mal ganz vorsichtig ab. So, liebe Freunde, nachdem wir die Lok nun aus der Verpackung befreit haben, machen wir kurz und wirklich nur ganz kurz einen Abstecher in die Geschichte. Ich weiß ja, Sie wollen das Modell sehen, aber was Mutt, das Mutt. Und ein bisschen Geschichte schadet ja eh nicht. Die Reihe 1044 der ÖBB ist eine elektrische Universallokomotive, die für den schweren Schnellzug als auch Güterzugdienst im Flachland wie auch auf Bergstrecken konzipiert wurde. Als die ersten Serienloks 1978 auf die Schiene gestellt wurden, war sie seinerzeit
die stärkste vierachsige Elektrolok der Welt und war bis zur Beschaffung der Taurus das Paradestück der ÖBB. Nach Beseitigung einiger technischer Probleme wurden dann von 1989 bis 1995 weitere 91 Lokomotiven geliefert. Insgesamt wurden 215 Maschinen bei SGP, BBC, Elin und Siemens gebaut und an die ÖBB übergeben. Übrigens, der Prototypenlok, die 104401, wurde 1987, man höre und staune, zu einer Schnellfahrversuchslokomotive, geile Wortschöpfung, umgebaut und erhielt die Nummer 1044501. Apropos Wortschöpfung, einen Spitznamen hatte sie auch, Alpenstaubsauger. Aber das überlasse ich dann mal Ihnen, Ihrer Recherche nachzugucken, warum sie eigentlich so genannt wurde. Bei Testfahrten erreichte sie eine sagenhafte Geschwindigkeit von 241,25 km/h. 2002 wurde sie dann ausgemustert und ist nun im Eisenbahnmuseum Strasshof zu besichtigen. Eine Maschine, die 104440, ist als moderne Nostalgielok, sie ist immerhin weiterhin im Plandienst, weitgehend im Ursprungszustand belassen, nämlich in Blutorange und mit altem ÖBB-Logo erhalten. Im Februar 2010 zur 1144 umgebaut und umgezeichnet, wie auch die meisten 1044er zu 1144er umgebaut wurden. Circa 155 Maschinen dieses Typs sind also noch im Einsatz. So, und nun hoffe ich, dass ich mich mal ganz kurz gehalten habe und jetzt kommen wir zum Modell. Das Modell, welches ich hier in den Händen halte und Ihnen vorstellen möchte, ist unter der Artikelnummer 51622 bei uns zu haben. Es ist die Sound-Gleichstrom-Variante mit werkseitig eingebauten Digitaldecoder 4.1. Selbstverständlich gibt es diese Maschine auch für Wechselstromfahrer in gleicher Ausstattung. So, die Neuheit 2021, übrigens noch ganz nebenbei bemerkt, setzt Pico ja dieses Jahr eine ganze Reihe von ÖBB-Loks aufs Handelgleis. So, wo fange ich an? Am besten, ich arbeite mich von oben nach unten an dieser Maschine ab. Fangen wir oben im Dachgarten an, so wunderschön gesagt. Und das faszinierte mich ja immer bei den Pico-Lokomotiven. Eine wundervolle Darstellung, exakt wie man es seinesgleichen sucht. Und ich habe immer den Eindruck, ich fange mal bei den Pantographen an, ich hebe den mal an, dass es bei Pico absolute Pantographen-Fetischisten geben muss, denn der ist wirklich filigran und sehr vorbildgetreu nachgebaut. Also das muss ich immer wieder sagen, auch bei anderen E-Loks bei Pico, also mit den Pantographen haben sie es, finde ich unheimlich toll. Dann fällt auf, hier oben, die vorbildgetreue Nachbildung der elektrischen Zuleitung in vorbildlicher Materialstärke. Auch diese kleinen Isolatoren sind unheimlich filigran ausgeführt. Und bei filigran gebe ich mir gerade wieder das Stichwort. Es fallen auch die geätzten Lüfter an den Seiten der Dachkante auf, die ebenfalls sehr fein nachgebildet und geätzt sind. Und der absolute Hammer ist der Dachlüfter. Ich zeige es mal so in die Kamera. Wir blenden aber dazu jetzt eben nochmal ein Standfoto ein, dass man das richtig sieht. Es ist der Hammer, dass man sogar hier im Dach durchgucken kann. Also das ist schon mal unheimlich gelungen. Wie immer bei Pico kann man sich darauf verlassen, dass da wirklich alles passig stimmt. An der Gehäuseform gibt es ebenfalls gar nichts zu meckern. Diese markante Form dieser 1044 ist unheimlich stimmig getroffen und sieht auch sehr gut aus. Ich zeige es mal so vor. Auch die Front
ist sehr gelungen und der Übergang, und das muss man ja auch nochmal dazu sagen, der Übergang auf die Seitenflächen dieser Lok ebenfalls unheimlich gut gelungen mit den markanten Bullaugen. Und dahinter kann man natürlich auch reingucken. Das werden wir dann sehen bei den digitalen Funktionen, wenn ich das Licht einmache. Dahinter verbirgt sich der Maschinenraum und auch der ist nachgebildet. Also alles ganz perfekt gemacht. Nachgebildet ist auch übrigens, wenn wir nochmal vorn auf das Führerhaus gucken, der Führerstand. Wunderschön gemacht. Und noch besser gemacht ist dann, auch das zeige ich Ihnen dann bei der Vorstellung der digitalen Funktionen, sogar die Führerpultbeleuchtung. Und das ist wirklich richtig gut geworden. Also alles in allem an der Stelle erstmal ein ganz großes Lob. Hier haben die Konstrukteure von Pico wirklich ganze Arbeit geleistet. Natürlich gibt es auch ganz, ganz viele extra angesetzte Teile an dieser Maschine. Und auch hier zeige ich das gern nochmal rum. Dann gibt es diese Griffstangen. Wie gesagt, die Pufferbohle müssen Sie selbst aufsetzen, aber das ist nicht das Problem. Also die Frontgriffstangen. Dann gibt es eine Seitengriffstange. Dann hat man diesen Tritt auf der Pufferbohle, ebenfalls fein geätzt, also ein Rangiertritt. Und an den Seiten natürlich die Handläufe nachgebildet und ebenfalls extra angesetzt. So, und wenn wir schon an den Seiten jetzt sind, fällt immer wieder auf, auch bei Pico, eine absolut klasse Bedruckung und Lackierung. Völlig scharf und auch den Betriebszustand, den jeweiligen Betriebszustand der Lok entsprechend. Also auch hier gibt es absolut nichts zu meckern. Das ist also wirklich tadellos geworden. Die Maschine ringsrum, oberhalb der Drehgestelle erstmal Daumen hoch. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und jetzt kommt eigentlich noch das kleine Highlight, was im Grunde genommen das Erscheinungsbild dieser Lok richtig komplett macht, nämlich die Drehgestelle. Und auch da habe ich den Eindruck, legt Pico seit einiger Zeit sehr großen Wert drauf, dass das alles stimmig und passend rüberkommt, sodass der ganze Gesamteindruck dieser Lok sehr exzellent ist. Man schaut sich mal diese tief gravierten Drehgestelle an. Da fehlt also wirklich nichts an Teilen. Und auch hier sind noch extra angesetzte Teile schon zu sehen. Zu denen komme ich gleich nochmal. Auch da muss ich sagen, tadellos gemacht. Ja, und wenn wir schon mal tadellos gemacht haben, schauen wir mal der Lok unten drunter, was ja an und für sich sehr selten einem Eisenbahner oder einem Modellbahner gelingt, das Original sich unten drunter anzuschauen. Brauchen Sie gar nicht mehr. Sie sollen sich einfach das Modell angucken und Sie finden hier unten tatsächlich komplett wieder die exakte Nachbildung der Maschine, wie es halt unten drunter aussieht. Normalerweise ist das ja so bei Diesellokomotiven sehr oft, sind sie meistens glatt gelutscht und aber hier sieht man also wirklich komplett die Maschine in ihrer schönsten Form darlegen. Also auch da, auch wenn man es auf der Anlage nicht sieht, aber deswegen muss man es zeigen. Vielleicht sollte man auf der Anlage auch ein gläsernes Unterteil machen, um seinen Besuchern diese wunderschön gestaltete Lok auch unten perfekt nachgebildet mal zu zeigen. Und wenn wir schon unten drunter sind, sind selbstverständlich natürlich auch Haftreifen angebracht. Das erhöht die Zugkraft. Das Modell selber ist ja auch schon relativ schwer. Apropos schwer, der Rahmen ist aus Zinkdruckguss. Das ist auch so ein toller Name und ein schöner Versprecher. Immer wieder wert. Ich hoffe, ihr habt es richtig gesagt. Und damit ist ordentlich Gewicht in der Lok auf der Schiene und in Verbindung mit den Haftreifen natürlich eine Zugnummer, wie sie kleines Zeichen sucht. Natürlich kann man hier auch Kurzkupplung anbauen, das ist ganz klar. Der Kurzkupplungsschacht ist ebenfalls vorhanden. Und hier kann man dann, wie gesagt, die Normkupplung abbauen und dann eben, je nachdem, was per Kurzkupplung Sie fahren, anbringen. Alles im Allen eine wunderschön gelungene Maschine. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen, weil sie begeistert mich vom Anblick her schon. Und bevor wir dann auf die Anlage mit dieser Lokomotive gehen, erzähle ich Ihnen jetzt gleich noch, welche Ausstattung sie im elektronischen Bereich vor allen Dingen mitbringt.
Angetrieben, liebe Freunde, wird diese Lokomotive von einem fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen. Und die Schwungmassen sorgen zusätzlich für exzellente Fahreigenschaften. Das Modell, hatte ich bereits gesagt, ist mit einem Kurzkupplungsschacht mit Kurzkupplungskulisse versehen. Ich sage Ihnen auch nochmal die NEM dazu, das ist die 362. So, die Elektronik. Laut Pico-Angaben und Beschreibung sind hier bis zu 44 schaltbare Zusatzfunktionen vorhanden und auch können auch abgerufen werden. Die Lok hat bahntypische Sounds wie Motor- und Fahrgeräusche. Es sind Signalhörner da, ein Hoch, ein Tief, das hören wir dann gleich nochmal. Bremsen quietschen, Bahnhofsdurchsagen, Rangierbefehle und noch viele mehr sind einzeln aktivierbar. Und der Sound ist auch im Analogbetrieb möglich. Da allerdings nur das Motorengeräusch. Der verbaute Pico Smart Sound Decoder 4.1 gehört zur neuesten Generation mit 8 Kanälen und 12-Bit-Sounds, vielfältigen Lichtausgängen und einer 1,2 Ampere Motorsteuerung. Der Decoder beherrscht die Datenformate DCC mit Railcom Plus, Motorola und Selectrix, ist MFX-fähig und kann auch auf analogen Anlagen eingesetzt werden. Der Decoder erkennt die jeweilige Betriebsart automatisch. Das finde ich schon mal eine ganz tolle Sache. So, jetzt habe ich Ihnen etwas über die elektronische Ausstattung gesagt und da sage ich jetzt mal genug der Theorie. Jetzt führe ich Ihnen ein paar ausgewählte digitale Licht- und Soundfunktionen vor und werde da mal meine Klappe halten, damit Sie es auch wirklich genießen können. Soweit die Vorführung ausgewählter digitaler Sounds und Lichtfunktionen. Und jetzt kommen wir zum Schluss natürlich zur Kür dieser Lok. Wir gehen auf unsere Anlage.
Ja. So, liebe Freunde, Sie haben es eben mitbekommen, das war live und der Vorführeffekt. Ja, schlimm, peinlich, aber okay. Die Lok will also nicht auf unsere Anlage fahren. So schnell kann es gehen und wir müssen jetzt das Problem ganz einfach lösen. Und ich meine ja auch, dass ich und natürlich auch Sie die Lok ja nochmal fahren sehen möchten auf unserer Anlage. Welches Problem liegt vor? Das Problem ist, die Loks mit dem Pico Smart Decoder 4.1 werden vor allem von älteren Digitalzentralen gerne ignoriert. Dazu gibt es auch ein Erklärtutorial von Pico. Den Link dazu hängen wir an diesem Video an, beziehungsweise können Sie von dieser Seite dann auch mal auswählen und sich das nochmal angucken. Da wird es also nochmal sehr genau erklärt. Ich mache das jetzt mal in Kurzform. Ich erkläre Ihnen jetzt, was Sie tun müssen, um die Lok zum Leben zu erwecken, wenn es bei Ihnen auch nicht so will, wie bei uns eben passiert. Das Problem, wir benutzen auf unserer Anlage eine Lenzzentrale, also Betriebsart im DCC-Format. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Lok einfach sagen, welches Signal von der Zentrale kommt. Und da kommen, richtig, die CVs ins Spiel. Bei dieser Lok müssen Sie die CV12 auslesen. Die CV12 ist für das manuelle Einstellen der jeweiligen digitalen Formate zuständig. Die Tabelle sehen Sie jetzt gerade eingeblendet, können Sie entsprechend einsehen dazu und bieten wir Ihnen auch nochmal dann zum Download an. So, weiter. Die CV12 regelt die Digitalprotokolle und in der Tabelle steht unter Datenformat DCC, welches wir benötigen, der Wert 4. Den ausgelesenen Wert überschreiben wir einfach mit dem Wert 4 und schon ist der Schaden behoben. Bei uns in der Lok stand der Wert 35 drin, warum auch immer. Den haben wir überschrieben, wie gesagt, mit dem Wert 4 und damit ist die Sache auch schon erledigt. Und mit der gleichen Herangehensweise können Sie nun Ihre benötigten Datenformate anhand der Tabelle leicht selbst programmieren. Sie suchen einfach Ihre Betriebsart, überschreiben den Wert, damit ist die Sache erledigt. Die Pico-Experten raten, auch die jeweiligen Datenformate, die Sie benutzen, manuell einzutragen, damit Sie jeder Schwierigkeit einfach aus dem Weg gehen. Das haben wir jetzt gemacht auf unserer Lok, mit unserer Lok. Und wir gehen jetzt wieder zurück zur Anlage und hoffen, dass sie jetzt fährt. Ist nicht umrahmt mehr. Das doch mal ein bisschen aufdrehen, dass das. Ja. Thank you.
So, liebe Freunde, das war's. Sie sehen mich also glücklich. Die Lokomotive ist tatsächlich gefahren. Also war der Tipp ja wirklich toll und hilfreich. Alles gut, hat alles funktioniert und auch ein paar wunderschöne Impressionen haben Sie auch gesehen und habe ich Ihnen mitgebracht. Also alles bestens. Und damit sind wir am Ende unserer Neuheitenvorstellung, das Expert-Modell von Pico, die Reihe 1044 der ÖBB. Eine wunderschöne Lok. Wer jetzt sagt, die möchte ich haben, kein Problem, bei Xtrain24 ist sie vorrätig. Und ja, dann wünschen wir Ihnen natürlich schon vorab, wenn Sie sich für dieses Lokmodell entschieden haben, viel Freude, viel Spaß auf Ihrer Anlage. Und ich verbleibe ganz einfach jetzt mit besten lieben Grüßen aus Berlin und bleiben Sie schön gesund, Ihr Frank Puttig.